Das Sprichwort sagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Für die Bildungschancen sieht das anders aus. Knapp 2/3 der Jungs und Mädchen auf einem Gymnasium haben Eltern, die selbst Abitur oder Fachabitur gemacht haben. Wie viele Gymnasialkinder haben wohl Eltern mit Hauptschulabschluss? Die Antwort kommt gleich. Vorher ein Blick auf die Eltern von Hauptschülern. Meistens haben sie selbst eine Hauptschule besucht. Auch hier zeigt sich also, dass Kinder häufig die Schulform ihrer Eltern besuchen. Anders gesagt, die Chancen von Kindern auf einen hohen Bildungsabschluss steigen, wenn die Eltern selbst einen haben. Das zeigt auch die Antwort auf meine Eingangsfrage, wie viele Gymnasiasten Eltern mit Hauptschulabschluss haben. Es sind nur 7%. Für die Bildungschancen gilt also, was Hans nicht lernt, lernt Hänschen nimmermehr.